Top. Sieht aus, erinnere mich irgendwie so ein bisschen an so eine Schale Katzenfutter. Ja. Ja, servus Leute, heute stellen wir euch das EPA-Paket Typ 2 vor von der Bundeswehr. In diesem Fall ist es der Jägertopf. Wir haben hier einmal ein so ein Paket mitgebracht. Bertolli hat es bereitgestellt. Ja, der durchschnittliche Nährwert liegt hier bei dieser Einmannpackung bei etwa 3000 Kilokalorien. Und ja, diese Notverpflegung hier, die zeichnet sich halt aus, dass die extrem schnell verzehrfertig ist. Ja, wir schauen da jetzt gleich einmal gemeinsam rein und aus diesem Grund ist hier halt auch einfach perfekt für irgendwie ja, ein größeres Event oder wenn man halt mal ein Wochenende unterwegs ist in der Paintball-Ausrüstung mit den Jungs oder Mädels, dann ist man da eigentlich recht gut aufgestellt. Ich würde sagen, wir gucken einfach mal gemeinsam rein. Ja, ich gebe mal eben, ja, Bertolli macht schon auf, sehr gut. Die Typzahl bedeutet eigentlich nur, was ihr dafür ein Hauptgericht drin habt. In dem Fall ist es jetzt ein Jägertopf. Wir wissen das, weil wir es auch bestellt haben. Aber an sich könnt ihr es halt nachher nicht sehen. Also es wäre gut, wenn ihr euch vorher Gedanken macht. Wir machen es jetzt einfach mal hier auf. Ich habe schon angefangen und ihr seht, das ist relativ kompakt gefasst. Das ist jetzt nur eine Verpackung. Ihr könnt das natürlich auch in euren Rucksack oder sonst wo mal mitnehmen. Nur damit man sieht. Das ist ausgelegt für einen Tag. Und ihr seht schon hier rechts, wir haben hier so ein paar Trinkwasser eingeschweißt. Ich empfehle natürlich noch eine zusätzliche Flasche, weil ihr seht schon, 400 Milliliter zu trinken, gerade bei so einem großen Sportevent, ist halt ein bisschen wenig, aber es soll ja auch erstmal jetzt nur rumgehen, was da so drin ist. 400 Milliliter an Trinkwasser. Eingetütet bis zum geht nicht mehr. Dann natürlich ist das eine Getränke, das andere ist natürlich das Essen selber. Dann haben wir einmal hier diese schönen Hartkekse, auch Panzerplatten genannt, die bei der Bundeswehr kriegen jetzt wahrscheinlich das Grauen. Wir natürlich nicht. Das ist einfach nur jetzt so zum Denken, du hast ein Abendgericht oder als Snack mal zwischendurch, kannst du dir so einen Panzerkeks nehmen. In diesen EPA-Paket gibt es natürlich noch Aufstrich, dazu kommen wir aber auch noch später. Ich weiß nicht, wenn dir die Munition ausgeht, kann man die Dinger glaube ich auch werfen, oder? Das bestimmt, hör mal. Gerüchten zufolge sollen die sehr stabil sein. Okay, toll. Ne? Dann haben wir noch einen kleinen Powerriegel, den Sesamriegel für zwischendurch mal, wenn man mal Bock hat, zwischendurch was zu kauen. Oder man merkt, der Kreislauf geht in den Keller, ist das hier eigentlich das Beste, was man machen kann. Sich dann zwischendurch als Snack den eben reinpfeifen. Super eigentlich, super Idee. Dann kommen wir zu unserem lieben Frühstück und Abendessen eigentlich. Wenn die Panzerplatten doch mal ein bisschen Aufstrich brauchen, haben wir hier einmal zwei Fleischaufstriche. Einmal den Schinkenfleischaufstrich und einmal feine Leberwurst. Das ist also eher für das Herzhafte. Und für unsere Süßen haben wir hier nochmal zweimal Marmelade, Konfitüre. In diesem Fall ist es jetzt Aprikose und Erdbeer. Auf jeden Fall, ja. 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 Aber ihr kennt ja den einen oder anderen, ich will jetzt hier keine Namen nennen. Die brauchen natürlich auch mal vernünftiges Brot. Deshalb gibt es hier auch extra noch das Roggen-Schrotbrot geschnitten in der Dose. Ihr seht, super schöne Packung. Hier seht ihr schon, das ist mit dem Deckel auf. Wenn wir den Deckel aufmachen, ist die Dose schon noch zu. Also für mehrere Tage, für mehrere Mahlzeiten gedacht. Da sind dann mehrere Scheiben drin, wo ihr dann auch euch mit verpflegen könnt. Gerade zum Frühstück ist das halt super. Man möge meinen, ihr müsst auch noch euch so mal ein Besteckset holen. Also sonst kommt ihr nicht damit klar, weil es wird kein Besteck mitgeliefert. Und jetzt, ihr kennt ja die Plastikthematik. Also Campinggeschirr müsst ihr jetzt vollwertiges kaufen. Einmal investieren und dann habt ihr Platz satt dafür. Dieses Tütchen lasse ich erstmal drauf weg. Wir gehen jetzt erstmal hier zu unserem Hauptgericht. Jetzt wisst ihr, was ich alles meinte. Wir wissen nicht, was drin ist. Aber wir wissen es ja, weil wir es bestellt haben. Ja, Gott sei Dank, sonst wäre... Ja, also ihr müsst das nur warm machen, aufreißen und dann habt ihr es gut. Das ist natürlich, die Zubereitung könnt ihr unterschiedlich machen. Entweder ihr packt das direkt in den Topf oder ihr packt es in heißes Wasser und lässt es aufwärmen. Es ist für beide Sachen ausgelegt. Ja, oder auch ganz kalt, das geht natürlich auch. Ne? Das für die harten Jungs, man kann es auch ganz kalt essen. Ja. Ja, schöne Grüße an der Stelle gehen auf jeden Fall an den André raus. Ja, ja, der André ist uns einer der lieben Herren. Ja, und dann haben wir eigentlich noch so ganz viel Kleinkram. Wir packen das einmal kurz aus. Tempotaschentücher. Wer Kinder hat, es gibt auch Feuchttücher, haben eigentlich den gleichen Zweck. Einmal zum Hände sauber machen, aber auch, wenn ihr mal groß müsst, habt ihr was zum Abputzen.
Man möge es kaum glauben, dafür könnt ihr auch Tempotaschentücher verwenden. Ja, oder wenn die Nase läuft. Ja. Die Nase läuft, ja. Auch klar. Ja. Dann noch ein paar Streichhölzer. Jetzt im Endeffekt hier zwei Packungen. Das finde ich eigentlich schon sehr sportlich. Ich wusste gar nicht, dass ich fast 80 Streichhölzer brauche am Tag. Aber ja, es ist halt gut, falls ein Feuerzeug und so ist ja doch manchmal ein bisschen gefährlich, geht kaputt. Streichhölzer ist halt simpel und sicher. Und damit kriegt ihr auch dann notfalls den Gaskocher an, falls ihr einen mitschleppen wollt oder halt was anderes anmachen wollt. Ja, wir haben ja nochmal das Thema Wasser gehabt. Es gibt natürlich in diesem EPA-Paket einmal noch Zucker. In dem Fall haben wir jetzt hier 4 Päckchen. Und den Zucker brauchen wir zum Beispiel für den Tee, der mitgeliefert wird. Jetzt hier Marken von Maismeer. Aber auch, wir suchen es gerade mal hier raus, ich habe es hier gerade schon gesehen, wir haben ja auch noch leckeren Kaffee. Wie gesagt, kann man auch sich warm und kalt überlegen, ob die das so machen. Schön kalten Kaffee gönnen von Gold. Ja. Ja. Jakobs. Ich empfehle morgens früh lieber einen warmen Kaffee, aber das ist halt eine Geschmackssache. Ja. Manche möchten ja noch ein bisschen Milch dazu haben. Hier haben wir noch den Kaffeeweißer dazu, zu den Kaffee. Und jetzt haben wir noch ein paar andere Sachen zum Beispiel. Hier nochmal ein Päckchen Salz. Ich finde auch die Packungsgrößen sind halt ideal. Wenn ihr mal so überlegt, wenn ihr normal Salz einpacken würdet oder Pfeffer. Ich will jetzt den ersten sehen, der mit einem Pfefferstreuer da rumläuft. Oder mit so einer Peugeot-Mühle Pfeffer streut. Wie beim Italiener. Kann man sich überlegen. Also hier habt ihr halt alles in kleiner, kompakter Form. Dann haben wir noch so einen schönen Brühwürfel. Wie gesagt, das ist jetzt hier fürs Trinken gedacht zum Beispiel. Oder ihr könnt das natürlich auch hier einfach in das Hauptmenü reintun. Das ist euch überlassen. Das dient eigentlich nur dazu, ne, dass ihr Geschmack habt fürs Trinken. Und gerade zum Aufwärmen sind so Brühen ja auch immer sehr gern gesehen. Für den Tag haben wir noch ein bisschen hier isotonisch Pulver, damit wir ein bisschen Energie kriegen noch und Geschmack. Dafür haben wir noch hier 3 Getränkepäckchen bekommen. Getränkepulverpäckchen, was das Leben auch noch einfach machen kann. Und wie man schon sagt, gerne, ne, wenn ihr keine Zeit habt, euch mal Zähne zu putzen, für Mund, gegen den Mundgeruch ist auch gesorgt. Ja. 5 Streifen Kaugummi retten euch auch das Leben. Ja, das ist im Endeffekt ein EPA-Paket. Wie gesagt, wir haben festgestellt, ihr müsst euch nochmal Gedanken machen, ob ihr sowas wollt. Es ist wirklich teuer, so ein EPA-Paket sich zu beschaffen. Kostet 20 Euro und ihr müsst halt noch ein Besteck und Gaskocher euch dazu holen, wenn ihr das vollwertig nehmen wollt. Und wie gesagt, überlegt euch immer auch mit dem Trinken. 400 Milliliter sind zwar schön, aber wenn ihr definitiv so Sport... spartanisch auf jeden Fall. Sport, ja. Also, ne, also es ist ausreichend, aber ihr wisst ja selber, wie es beim Sport ist. Ihr solltet euch nochmal Gedanken machen, dass ihr euch vielleicht nochmal eine Wasserflasche mit einpackt. Aber wie gesagt, das ist erstmal so nur als Basic, so eine Tagesration, wie man sowas machen kann. Ich sehe das auch immer sehr gut als Idee, wie man sich sowas mal für so ein Event zusammenstellen kann. Absolut, auf jeden Fall. Ich würde auch sagen, so haben wir jetzt unseren Job hier erledigt, ja. Noch kurz einen Einblick hier ins EPA Typ 2 gegeben. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall auf dem nächsten Event und vielleicht mit einem EPA Typ 2, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja, dann würde ich sagen, zieht durch, haut rein und bleibt gesund.